Auf! Nach oben! Eigentlich eher nach unten. Aber unser Weg führt natürlich immer steil bergauf. Das war gar nicht gewollt, aber... Ich nehme es einfach mal hin. So, da lang. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn ihr jetzt ausnahmsweise mal gleichzeitig auftauchen würdet. Oder nacheinander. Hallo, Kumpel da unten. Ich würde dich gerne anvisieren. Ich würde dich echt gerne anvisieren, danke. Eisenrundschild. Der könnte zumindest schneller zum Parieren sein. Der blockt hier gerade mal für 57 Schaden, den ich jetzt habe. Da ist der sogar besser. Wiegt weniger. Perfekt. Und ich glaube, er ist auch schneller beim Parieren. Oh, ich hätte fast vergessen zu rennen. Ich hasse euch komischen Leute jetzt. So. Das ist also eigentlich auch eher als Bestrafung gedacht, wenn man das nicht schafft, ihn rechtzeitig zu treffen wahrscheinlich. Hm. Ach, ich finde es aber auch schön, dass ich mal wieder mit Schild spielen muss, weil in Dark Souls 2 waren die Gegner einfach so lahmarschig. Da hat es überhaupt nichts gemacht, wenn... Ich weiß wieder, wieso ich hier... Ihr nervt mich. Kommt der jetzt hinterher oder nicht? Ah, oh. Der hat mir Schaden gemacht, dadurch, dass er auf mich draufgefallen ist. Wirklich? Ich denke, dauernd diesen Tod. Und dann haben sie noch so einen ganz kleinen Rest an Leben. Und töten mich fast. Das ist irgendwie frustrierend. Und nochmal der Spaß. Eben für ein bisschen Platz sorgen. In your face, bitch! Na, hat's dir gefallen? Ich will den Tritt machen! Au. Das tat scheiße nochmal ziemlich weh. Weg, 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 weg. Okay. Jetzt reicht's aber. Hallo! Was ist denn mit dem los? Jetzt hin, 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 hin. Leck mich. Ich glaub's nicht. Jetzt stirb doch! Ich glaub's nicht, ey. Warum macht mir dieser eine Ritter solche Probleme? Unglaublich! Der ist doch eigentlich total simpel, aber... Jedes Mal, wenn ich denke, jetzt hast du ihn im Backstep. Hundertprozentig, ganz sicher. Und das war jetzt nicht so ganz optimal. Jetzt! Meine Ausdauer war leer. Scheiße. Ich könnte ihn natürlich einfach mit Wurfmessern zu Tode nerven. Wir haben ja genug. Komischerweise. Guck mal, der hängt da ja schon. Tschüss. Und tschüss. Hey! Nur weil du an der Leiter hängst, denkst du, ich greife dich nicht an? Ist ganz schön dreist von dir. Okay. So langsam komme ich auch wieder rein. Oh oh. Hab nichts gesagt, bin wieder draußen. Ach je. Aua! Keine nette Strafe auf jeden Fall, wenn das... Wie? Du saust hier alles ein, das weißt du, ne? Holy shit.
Stell dich mir lieber nicht in den Weg, Junge. Und jetzt. Ha! Sag ich nicht, ich habe keine Pfeile mehr. Das wäre ein bisschen scheiße. Nee. Ha! Duken! Der gibt jedes Mal Glut. Lohnt sich ja schon fast, ihn öfter zu töten. Und verdammt, ich brauche doch noch Pfeile. Jetzt muss jeder schon sitzen. Gut. Ah, man merkt vielleicht dezent, ich bin von dem doofen Ritter hier drin langsam etwas genervt. Kurze Frage. Wie schnell kann ich ihm zustechen? Gar nicht, weil ich den... Ja. Ah, ich könnte damit recht schnell zuschlagen. Das Problem ist, ich hätte lieber mein Schild. Wieder ein bisschen Platz, bitte. Oh oh. Das geht gut los. Den kann man überhaupt nicht. Hör auf zu parieren, Morty. Hau ihn einfach irgendwie anders um. Aber so nicht. Oh Gott, das wird doch wieder nix. Ich habe ihn nicht einmal getroffen. Also ich bin jetzt wirklich schon extremst angepisst. Das war scheiße. Einfach nur scheiße. Und scheiße ist der nervig. Und okay, ich sollte aufhören. Ah! Ach ja. Wenn ich jetzt schon so ab... verhaue. Ich will gar nicht wissen, wie es erst später läuft. Wieso? Okay. Hey, fall runter. Okay. Wieso habe ich so Probleme mit diesem Ritter? Ich weiß es echt nicht. Nein, jetzt trifft doch den richtigen. Oh. Wisst ihr was? Ich bin weg. Ich habe keinen Bock mehr auf das Vieh. Ah. Ihr könnt mich mal. Verdammt, das liegt ein Item. Hauptsache, das dicke Ding kommt hier nicht um die Ecke. Okay, vielleicht sollte ich mal ein bisschen runterkommen. Ansonsten werde ich irgendwie immer schlechter. Joa. Ganz ruhig, Morty. Ganz ruhig. Beziehungsweise, wenn ich sowieso die ganze Zeit nur mit einem spiele, wieso nehme ich nicht mein besseres? Angemessene Frage, finde ich. Jetzt hat er mich aber bemerkt. Braver Junge. Stirbt wenigstens anständig. Wieso kriege ich den Schild? Schlag immer gerade nicht hin. Ich versuche eigentlich dauernd jetzt gerade zu treten. Ach, natürlich. Das funktioniert mit der Waffe ja überhaupt nicht. Damit gibt's den Tritt nicht. Damn it! So. Okay. Kurz nochmal die ganzen Moves testen. Was passiert eigentlich, wenn ich direkt an dem vorbeirenne? Verwandelt sich gar nicht. Okay, vielleicht doch. Ist der gerade gestorben an was auch immer? So kann es gerne öfter laufen. So, Euphorie ist jetzt ein bisschen weg, dafür kommt langsam die typische Dark Souls-Anspannung.
Entsprechend sollte es jetzt vielleicht endlich mal funktionieren, Fragezeichen. Arsch! Nein, böser Ritter. Stop that! Nein, nein, das gibt es doch einfach nicht. Ich hab ihn doch dauernd fast. Der ist furchtbar. Ich weiß nicht, warum ich so scheiße bin gegen den. Aber der ist einfach für seine Größe erstaunlich schnell. Oh Gott. Dark Souls 2, warum hast du mich so scheiße werden lassen? Na, okay. Whatever. Ich glaube, ich werde hier auch ein bisschen den Weg rauscutten, weil das geht ja echt gar nicht. Okay, der hat mich nicht bemerkt. Soll mir recht sein. Fall runter. Tschüss und tschüss. Dumm-di-dumm-di-dumm. Vor allem kann man hier theoretisch echt unendlich viel Glut farmen, weil der Typ ja immer wieder respawnt. Ich hoffe nur, der Ritter hier respawnt nicht, aber ich befürchte es fast. Ach, verdammter Dreck. Was hat denn dieser Ritter eigentlich gegen mich? Jetzt greif doch! Ich sage angreifen! Sie macht es nicht! Sie haut die ganze Zeit mit dem Schild um sich. Was? Also irgendwie läuft es gerade echt scheiße. Ich weiß nicht, was los ist. Ich meine, ist der wirklich so scheiße stark oder stelle ich mich wirklich nur scheiße an? Das frage ich mich jetzt langsam wirklich. Wahrscheinlich gibt es haufenweise Leute, die sich einfach denken, ich habe den beim ersten Mal getötet. Was macht der Typ da die ganze Zeit? Ei, das frage ich mich auch. Das sah seltsam aus. Ich renne jetzt nur noch immer hin und werde getötet. Okay, das klingt doch nach einem Deal. Oder wir haben... Wie viel Leben haben wir eigentlich? Es ist wirklich ein bisschen weniger als mit Glut, das stimmt. Aber ich werde den Teufel tun, jetzt Glut einsetzen. Wieso muss das so weit da vorne sein? Es war dumm, den Rücken zuzuwenden. Verdammt! Schlechtes Timing. Tschüss. Aua. Ich hab keinen Bock mehr. Vor allem liegt das Zeug von mir jetzt da drin, verdammte Scheiße. Mann! Was? Was? Geht ab! Ich komme echt gerade nicht drauf klar, dass ich einfach so scheiße bin. Das ist... Ich habe ja damit gerechnet, dass ich ein paar Schwierigkeiten haben werde, wenn ich aufnehme. Aber so langsam ist diese Ausrede auch nicht mehr so wirklich vorhanden, weil ich ja inzwischen schon in Schweigen verfalle, wenn ich den Typen gegenüberstehe. Kann ich jetzt bitte? Danke. Oh. Ich bin ein Idiot. Ich denke die ganze Zeit, ich habe die ganze Zeit doch gleich viel Leben, aber ich glaube, das geht doch immer weiter runter. Naja. Viel ist es jetzt nicht. Aber ich sag mal so, bei einigen von den Kämpfen hätte das wahrscheinlich schon einen Unterschied gemacht. Ob das jetzt natürlich auch jetzt gerade zutrifft. Das Blöde, ich würde auch gerne mein Zeug behalten, weil das wirklich, glaube ich, inzwischen nicht mehr allzu wenig ist. Nein, da rein bitte. Oh Gott. Ach, da auch noch einer, ja? Tut mir leid, aber ich kann dich jetzt gerade echt nicht gebrauchen. Ich habe gerade andere Sorgen. Mist. Mist. Mist.
Oh, schön, jetzt kommt auch der Armbrustschütze. Geil. Ja. Wow, der Tritt bringt echt viel. Ah, finally. Ich hätte nur mal diesen dämlichen Schritt nach hinten machen müssen. Und der droppt nicht mal was. So ein Arsch. Oh Gott, das meint er mit Vorsicht vor links. Okay, das ist meine Schuld. Ich habe die falsch verstanden, die Nachricht. Gut bewerten. Du lebst ja auch immer. Ich denke, die Dauern, die sind schon tot. Ich höre hier doch gerade einen hinter mir, oder? Und was ist das? Ich dachte, hier sitzt, hier liegt irgendwas Interessantes und dann ist es nur ein Gegner. Gut, nach diesem Krampf, wo ist das Hörst, die haben wir glaube ich schon, haben wir endlich unsere Belohnung, eine kleine Titanitscherbe. Oh, wieso habe ich das nicht mitgenommen? Und Totenjäger-Amulett, ich glaube, das ist das Lloyds Talisman in Anders. Ja, es ist, habe ich nie benutzt. Und wie dreist einfach, dass der Typ nichts droppt. Und vermutlich auch noch respawnt. Ach, guck mal. Der kommt ja inzwischen sogar doch mal her. Zum Glück bin ich da jetzt nicht runtergefallen. Ich hätte mir so in den Arsch gebissen. Und vielleicht sollte ich wirklich, diese Schwertkünste hier mal ein bisschen mehr benutzen. Vielleicht hätte das auch schon geholfen. Ein Breitschwert. Aber ich nehme an, das geht auf Stärke. Ja. Kleiner Hänger. Ich hätte ja langsam gern mal wieder einen Bonfire, aber das ist ja typisch, dass ich das wahrscheinlich erstmal nicht bekomme. Boah, ist das dunkel gerade. Nee, es ist keine Tür. Ich laufe gerade echt mit erhobenem Schild. Total paranoid. Grüne Blüte. Versucht unten. Ja, aber will ich da überhaupt schon runter? Ich würde mich gerne erstmal oben umgucken, weil wenn ich da jetzt runterspringe, komme ich ja nicht wieder runter. Wieder hoch. Gute Logik. Ich glaube, die Folge werde ich erst ein bisschen schneiden, damit ihr nicht jedes Mal auch noch den Weg dahin sehen müsst. Aber kurze Frage. Stören euch solche Szenen, wo ich mich dann doch ein bisschen aufrege eher? Oder denkt ihr eigentlich einfach, ab? Oh, passt schon. Hier ist ein bisschen voll. Oh, Lampe. Eine Kiste. Tschüss. Erstmal alle aus dem Weg räumen, wie so gut es geht. Hat der Hund es deswegen jetzt bemerkt? Silberadler Langspitzenschild. Das ist ein krasser Name. Blockt 100%, aber ich bräuchte ein bisschen mehr Stärke. Okay, den holen wir uns dann, weil 100% blocken ist schon mal nicht schlecht. Also physischen Schaden wohlgemerkt nur, aber immerhin. Was heißt nur vor allem? Physischer Schaden ist irgendwie so das Hauptproblem momentan noch. Später haben wir dann wahrscheinlich richtig Probleme mit magischem Schaden oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber immerhin, es hat sich immerhin doch letztendlich rentiert, dass ich die Glut benutzt habe. So ein bisschen mehr Leben hat eben doch schon einen gewissen Einfluss. So, wir können jetzt hier runterspringen oder da vorne. Da vorne liegt einer tot und hier? Auf den könnte man runterspringen, wenn er nicht so doof stehen würde. Ja Mensch, Gelegenheit klopft an. Au. Ich glaube, die mochten das nicht so gerne.
Kommt der Hund? Nein. Gut, die meisten sind wahrscheinlich mal los. Jetzt kommt nur noch das größte Problem. Größtes Problem ist auch schon so gut wie tot. Kein Bock. So. Ich dachte gerade schon, da kommt noch einer hochgelaufen, aber das war nur ein Phantom von einem anderen Spieler. Ich habe irgendwie noch erstaunlich wenig gesagt für die Leute, die Dark Souls nicht kennen. Aber ich schätze mal den meisten... Echt das Flakonscherbe? Ja. Oh. Du Arsch! Das hätte scheiße knapp werden können. Aber ich schätze, die meisten Sachen habt ihr wahrscheinlich inzwischen sowieso schon gesehen. Wenn man stirbt, verliert man in dem Spiel einfach komplett seine Seelen. Die bleiben dann da an der Stelle liegen, wo man gestorben ist. Das ist das grüne Zeug, was ich mal aufgehoben habe. Wo man so schön stand, verlorenes Gut, zurückerlangt oder sowas in der Richtung. Hallo Hundi. Wir kämpfen hier einfach die ganze ohne Estus. Das gefällt mir nicht so nicht gut. Gefängnisschlüssel. Vielleicht können wir uns damit einen Shortcut irgendwo öffnen. Hoffentlich. Und möglichst hinter dem Ritter. Ich hatte ja irgendwie befürchtet, dass wir jetzt bei dem irgendwann rauskommen werden. Huch. Netter Soundeffekt. Jo, wie es aussieht, sollen wir jetzt zu dem runter. Habe ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf. Freedom! Bevor ich den aber hier irgendwas rufe. Achso, wir haben schon einen umgeguckt, wie es aussieht. Kleines Tennisscherbe, schön. Gibt es hier nicht irgendwo eine Abkürzung? Hier oben waren wir ja schon komplett rum, oder? Ja. Gefängnisschlüssel. Wir haben noch so keine Chance. Wir haben noch nicht einen Ring gefunden auch, oder? Jo. Haben wir irgendwas, womit wir uns im Notfall heilen könnten? Nur mal so gefragt. Nein, haben wir nicht. Könnten wir dem Mister da unten eine Bombe ins Gesicht schmeißen? Hey du! Ist nicht die Frage, ob er jetzt hier hochgejumpt kommt. Wir haben so kein Leben! Oh oh. Feier irgendwo? Was mache ich hier gerade? Ich gucke mich nur mal ein bisschen um, ne? Ganz entspannt. Das sieht nach Bosskampf aus. Oder da ist ein Bonfire. Da möchte ich mal nicht hin. Ich bin tot. Aber es sah episch aus, mitten im Flug. Einfach mitten im Flug hat er mich erwischt. Ich wollte auch gar nicht springen, ich wollte eigentlich rollen. Aber ich war gerade am Sprinten. Boah. Die Gefängnistür, wo könnte die denn sein? Ach so, es könnte eine von denen da unten sein. So. Der Part ist schon wieder viel zu lang. Aber immerhin haben wir einen Ritter jetzt getötet, was? Du Arsch. Ja, töte mich ruhig. Egal, ich zum Gucken, ob da unten die Tür ist, reicht's ja erstmal. Hatte ich ganz vergessen. Das läuft echt alles nicht sonderlich gut gerade. Die Tür ist es schon mal nicht. Ah, vielleicht ist es die da vorne. Wirfst du wieder eine Feuerbombe?
Danke. Ach, natürlich Gefängnisschlüssel. Der Typ saß ja im Gefängnis. Ach, Moment, da war ja noch einer. Tschüss. So. Entschuldigung, darf ich auf ein Wort unterbrechen? Ja, auf ein Wort kannst du mich unterbrechen. Auf Wiedersehen. Ne, tschüss. Auf Wiedersehen passt nicht. Sieht aus wie dieser Henker, bei dem man diesen Blutschwur nehmen kann. Ah. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then, huh? Ich bin mir echt nicht sicher, ob das eine gute Idee ist. Er wirkt so wie so ein Typ, der einen dann plötzlich in den Rücken tritt, um einen in den Abgrund zu schicken. Very well. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement. And I promise to assist you. Schon kriege ich Probleme, das zu sagen. Give this ring to Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Blauer Tränensteinring. Das war, glaube ich, eher ein Ring für Magier, ne? Erhöht Schadensminderung bei geringem TP. Das heißt, wir kriegen dann mehr Abwehr. Da wir aber momentan nichts anderes haben, schadet es wohl auch nicht, den auszurüsten. Und ich sollte echt den Part beenden. Und mich beim nächsten Mal darüber aufregen, dass der Ritter echt wieder respawned ist. Okay, wir haben eine Nebenquest gefunden. Ach, wisst ihr, ich beende jetzt den Part. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir am Leuchtfeuer wieder sind. Bis dann. Tschüss.